Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. Ich habe mich entschieden, ich nehme dieses Zimmer für mein Bett. Wir nehmen ein normales Standardbett, das reicht aus. So, wir brauchen 8 Holzlatten, 6 Stoff und 6 Komponenten. Und, oh, die Holzlatten können wir sogar herstellen. Uns fehlt allerdings der Stoff. Warum wäre ich die... Oh, ich hatte die ganze Zeit zugebombt auf dem Handy. Falls ihr es gerade vibrieren habt, hören solltet, es tut mir leid. Aber ich brauche das Handy halt durch meine Kinder, das wissen viele. Kurz Mikro wieder ausrichten. So. Hier haben wir einmal Stoff, das ist auch sehr gut. Hier haben wir Munition und zweimal Stoff. Ich liebe dieses Zimmer jetzt schon. Noch mehr Munition. Oh, Stoff. Es fehlt nur noch zweimal Stoff. Da gucken wir doch erst einmal hier rein. Nix, schade. Haben wir unten vielleicht noch irgendwas an Stoff? Das hört sich so falsch an, wenn ich Stoff sage. Hier haben wir Nägel. Hier haben wir Streichhölzer. Und hier gibt es wieder so einen... Leckback, wie auch immer. Hier haben wir Essen und Dosenfrüchte. Die sind immer gut. Hier haben wir Nägel. Hier haben wir nichts. Hier haben wir, glaube ich, alles leer geräumt. Dann müssen wir dann definitiv mal das Haus verlassen, ne? So, da wird unser Bettchen gebaut. Ihr seht auch die Anzeige links unten. Hunger und alles, Müdigkeit verschwindet. So. Dann brauchen wir Stoff. Da gab es nichts drin. Der hat auch nichts drin. Dann gucken wir jetzt mal in diese kleine Militärbase. Ich denke mal, da wird es noch irgendwo Stoff geben. Wir können auch gleich noch ein bisschen was mitnehmen, was wir looten können. Ja. Wir gucken erstmal in das Auto rein. Da ist nichts drin. Painkiller, Schmerzmittel. Sehr schön. Der hat sogar noch Benzin drin. Der ist schon offen. Was zu trinken ist immer gut. Der hat auch noch Benzin drin. Und der hier, der auch noch. Aber der Kofferraum ist leer. Schade. So, Stock brauchen wir erst einmal nicht. Das Blatt auch nicht. Och Gott, wie ich das hasse. Ich brauche Stoff. Eine Kiste. Eine Brechstange. Sehr schön. Das und das kann man da rüberziehen. Das ist eine Militärbase. Hier müsste es doch irgendwas an Waffen geben. Oder Baumaterialien fürs Auto. Aber ihr seht, die ist schön groß. Jo, wenn man vom Teufel spricht. Wenn man vom Teufel spricht, die hatte ich auch in der Vorschauphase, wo ich... Ihr seht, was gerade passiert. Scheiße, ich muss ganz schnell Stoff finden. Es wird neblig. Scheiße. Komm, lass mich irgendwo Stoff finden. Hier, Stoff. 1. Equip erstmal ausrüsten. Wie viel Stoff habe ich jetzt? Ah, scheiße, 2 Stück. Das müsste reichen. Ich muss ganz schnell zurück in mein Haus. Ihr seht, es wird neblig. Ich hatte euch ja gesagt. Komme ich hier rüber?
Nein. Wenn Nebel ist, dann kommen sie. Shit. Und solange die Melodie noch nicht da ist, habe ich noch Glück. Nee, ist noch der Wettersound. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Auch von hier sehe ich nicht viel. Shit. Also noch haben wir Glück, noch gibt es den Wettersound. Was? Jetzt! Wenn das kommt im Nebel, ist vorbei. Ihr habt's gehört. Ich kann nicht schlafen. Sie sind im Haus. Toll! Ja, ich habe nichts zur Verteidigung. Ganz schnell alles rüber. Denn ich weiß, was passiert, falls ich K.O. gehen sollte. Es ist fast alles weg. Ihr hört selber, dieser Soundbug alleine, der ist so nervig. Warum gibt es hier nicht eine Methode, alles auf immer rüber zu hauen? What the fuck? Der hat mich durch die Tür gehittet. Oh, ich hab ihn auch gehittet. Dumme ist, das Messer verliert es an Haltbarkeit. Da unten steht er. Wie viel Leben haben wir denn noch? Oh nee, da kommt der nächste. Ich höre den schon. Oh, ich kann schlafen. Oh nee, der ist noch in meinem Haus. Oder auch nicht, da ist er tot. Da sind sie reingekommen. Oh, ich hoffe, der hört mal auf zu stöhnen, ey. Das heißt, wir brauchen Nägel und Holzbretter. Scheiße. Hier haben wir Holz. Ein Holzbrett läuft. Komm. Dahin. Dahin. Das werden wir jetzt zu uns nehmen. Können wir die hier einsammeln? Halt die Klappe, du dämlicher Zombie.
Holzstamm habe ich nicht. Ich habe auch keine Axt. Also können wir hier erstmal nur ein Brett davor machen. So. Jetzt können wir auch gleich sortieren. Hier oben hätte ich gern die ganze Munition drin. Und dort die Waffen und hier das Werkzeug. So, da kommt das ganze Essen rein. Und hier die Getränke. Und natürlich auch die leeren Flaschen. So, einmal looten. Öffnen für Getränke. Und rein mit der Cola. Das ist Öl. Hier, Essen kommt hier rein. Hier oben war die Munition drin. Hier sollen die Waffen rein, da kommen also die Granaten hin. Hier unten hätte ich gerne das. Das ist leer, leer. Okay, dann kommt hier, keine Ahnung, hier machen wir auf jeden Fall das Holz rein. Und die Steine. Und dann kommt hier erstmal der ganze Crap dazu. Wenn ihr mir sagen könnt, woran das liegt mit diesen, Lecks, diese, ihr seht es ja gerade selber, das ist eigentlich gar nicht spielbar. Wenn ihr mir sagt, woran das liegt, ich habe eine GTI 1050 Ti Overclocked mit 4 GB RAM drin, 32 GB RAM Arbeitsspeicher, habe einen 8-Kerner, 4 GHz CPU. Wenn ihr mir sagt, woran das liegt, dass das so ist, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Denn ich würde schon gern ordentlich spielen wollen. Mit euch zusammen natürlich. So, jetzt pumpt man natürlich aber auch erst das Benzin ab. Das ist wichtig. So, Auto 1. Der hatte nichts hinten drin, aber der hatte hier noch Benzin drin. Das brauchen wir dann später auch noch für unser Auto, wenn wir es aufgebockt haben. Ja. Bitte sagt mir, woran das liegt. Bitte. Ihr wisst ja, dass ich das Problem bei Forest auch hatte. Und mein PC reicht locker aus. Ich kann selbst Ark spielen ohne Lags. Und Ark braucht weitaus mehr Anforderungen. So, aber gut. Wir looten weiter. Da hatten wir ja alles gelootet. Dann gucken wir mal hier hinten nach. Wow. Eine leere Wasserflasche. Wollte ich schon immer haben. Stoff. Ich habe mitbekommen, Stoff ist wichtig. Auch wenn sich das manchmal falsch anhört, wenn man das sagt. Was ist das? Charcoal. Essen. Munition. Essen. Essen. Ein Zahnrad. Komponenten, auch immer gut. Electronic Part, okay. Komponenten, da ist nichts drin. Oben drauf ist auch nichts. Jetzt gucken wir uns mal die Scheißhäuser an. Da wächst schon Gras. Da auch. Da ist es schon komplett zugewuchert. Der hat noch eine Kiste.
Ja. Verband? Das? Granaten. Ich glaube, hier werden wir öfters mal hingehen zum Lootne. So. Ey, wir haben erstmal wieder einen Rucksack, können wir uns wieder zwei Slots freispielen. Riffle Armor. Das heißt, ich habe wieder zwei Slots frei, dann können wir die Kiste da oben doch noch looten. Außer ich finde noch irgendwas Interessanteres. Nee. So, dann einmal raus damit. Das waren 9 mm. Dann begeben wir uns jetzt erstmal wieder auf den Weg zurück, um unseren Loot nach Hause zu bringen. Und eventuell mit dem ersten Bauvorhaben anzufangen. Der Loot hier rennt ja nicht weg, das ist gut. Aber wir müssen auf jeden Fall in die andere Richtung. Ich brauche noch eine Axt, damit ich Bäume fällen kann. Um Holzbretter herzustellen. Was brauche ich noch? Vieles. Sehr viel brauche ich noch. Hier Reifen anbauen. Sonst habe ich erst einmal nichts. Der Rest kommt alles mit ins Haus. So, Medikamente kommen hier rein. Munition habe ich gesagt, hier oben. Habe ich hier nicht noch Riffle? Ah, nee, Revolver. Schade. Da kommen die Waffen rein. Da kommt also die Granate hin. Essen haben wir hier drinne. Die hier können wir gleich essen. Die hätte ich auch vorher schon essen können. Hier haben wir noch Essen. So, die leere Wasserflasche bleibt auch. Die können wir im Nachhinein wieder befüllen. So, Stoff hier rein, die Komponenten hier rein, das Zahnrad. Wieso habe ich die Granate noch im Inventar? Das war Medizin. Da. Nee. Das und das. Der Kanister bleibt im Inventar wegen Abpumpen. Ach so, genau. Das erste Bauvorhaben wird die Werkbank sein. Einmal drehen, bitte. So. So. Holz, Metallschrott und Komponenten. 5 Komponenten, 10 Metallschrott. Ja, die Komponenten hätten wir, den Schrott nicht. Gut. Dann heißt es, wir gehen in der nächsten Folge auf Farming-Tour. Wie sonst auch in jeder anderen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag. Und bye bye.